Der Tiefpunkt der mittelbyzantinischen Geschichte wurde mit dem Ikonoklasmus, dem Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts, erreicht. Prinzipiell gilt im Christentum, übernommen vom Judentum, dass man sich von Gott kein Bild machen soll. Im frühen Judentum wurde keineswegs andere Götter geleugnet, vielmehr wurde Jahwe als der Gott der Juden verstanden, mehr oder weniger ging es dabei um seinen Tempel in Jerusalem und dessen Machtposition. Die Herstellung eines einheitlichen Kultes sollte ein Volk, ein Königreich schaffen. Mit der Steigerung des Alleinigkeitsanspruchs Jahwes wurde dieser Gott immer mehr entpersonifiziert, schließlich nicht mehr dargestellt und auch das Aussprechen seines Namens verboten. In diese Bildproblematik wachsen auch die frühen Christen hinein. Sie lehnen wie die Juden bildliche Darstellungen des Göttlichen ab. Ihre Angriffe richteten sich vor allem auf die Götterbilder der Heiden. Frühe Theologen üben sich noch in Uminterpretationen der heidnischen Darstellungen. Was nicht uminterpretiert werden kann, wird verurteilt. Zu richtigen Bilderstürmen kommt es, als das Christentum zur Staatsreligion wird. Zahlreiche Angriffe richten sich auf heidnische Tempel. Darauf folgt die Zerstörung und die Enteignung zugunsten des Kaisers bzw. in weiterer Folge der entstehenden Kirche. Geradezu weltgeschichtliche Bedeutung hat der leider viel zu vernachlässigte byzantinische Bilderstreit von 730 bis 843. Im Ikonoklasmus ging es um die Grundlagen der byzantinischen Kultur, des politischen und sozialen Systems des Oströmischen Reichs und nicht zuletzt des christlichen Glaubens. Ein wesentlicher Faktor für die Entstehung der Krise war das Mönchtum. Die Mönche erlangten im 8. Jahrhundert immer größeren Einfluss auf die Bevölkerung, weil sie in ihren Klöstern Kultbilder und Reliquien ansammelten, denen eine Wunderwirkung zugeschrieben wurde. Für den Zutritt wurden Gebühren meist in Form von Naturalien verlangt. Die Macht der Klöster stieg und geriet immer mehr in Konkurrenz zur weltlichen Macht, vor allem des Kaisers. Er vereinigte gemäß dem Konzept des Caesaropapismus die weltliche und geistliche Macht in einer Hand. Auf der anderen Seite standen die byzantinischen Soldaten, vor allem jene aus dem Osten. Sie lehnten Bilder ab, was auch in den islamischen Bereich hineinwirkte. 723 hatte der Kalif Yesid II. Unter dem Druck von Reformern nicht nur Bilder aus islamischen Sakral- und Profanbauten entfernen lassen, sondern auch aus christlichen Kirchen. Am 17. Jänner 730 folgte ihm der byzantinische Kaiser Leon III., der die syrische bzw. isaurische Dynastie begründete. Erst später bemühte man sich um eine ausreichende Begründung für dieses Bilderverbot, denn die Auseinandersetzung um die Natur Christi, bei dem es um den Anteil der göttlichen und menschlichen Natur ging, war innerhalb des Christentums noch lange nicht beigelegt. Es ging dabei um die Frage, inwieweit Bild bzw. Urbild und Abbild zusammenfallen. Das ist eine grundlegende Frage der Philosophie. Das Urbild gilt als Paradigma. Es ist Vorbild und Muster und gehört in die Welt der Ideen. Im Reich der Erscheinungen erscheinen diese Muster als Abbildungen, auch Eidolon oder Schattenbilder genannt. Prinzipiell geht es dabei um die Frage, wie das Urbild auch im Abbild präsent ist. Um Widersprüche gegen frühe Kompromisse zu vermeiden, wandte man sich zuerst gegen religiöse Randgruppen. Verboten wurde jede religiöse Darstellung. An der Stelle Christi und der Heiligen traten Kriegs- und Jagdszenen, Wagenrennen, Theaterdarstellungen oder Landschaftsdarstellungen.